Hallo und willkommen zum Mila Innenreport hier in Wiesbaden bei der ersten Bundesliga VC Wiesbaden gegen VfB Suhl. Neben mir stehen Claudia Steger und Felix Koslowski von VfB Suhl. Ihr habt gerade gegen VC Wiesbaden leider 3:1 verloren. Könnt ihr, Felix, besonders du als Trainer, aus deiner Ansicht jetzt ein bisschen was zum Spiel erklären, warum es jetzt leider gescheitert hat? Ja, ich denke einfach, dass Wiesbaden heute ein bisschen konstanter angenommen hat als wir. Hat es geschafft, mehr Druck im Aufschlag zu machen, denn wir. Und ja, das war heute bestimmt mit Sicherheit der Schlüssel zum Spiel, ganz einfach. Und wir haben es nie geschafft, über das ganze Spiel Wiesbaden unter Druck zu setzen mit unserem Aufschlag. Und wenn wir es dann geschafft haben, waren wir einfach nicht präzise genug in unserem Blockfeldabwehrspiel. Und das waren immer unsere Stärken in den letzten Spielen jetzt. Und es hat heute nicht geklappt. Und Wiesbaden hat das mit sehr guter Qualität gemacht. Und deswegen haben sie auch zu Recht gewonnen. Claudia, du als Spielführerin, wie hast du es jetzt aus deiner Sicht gesehen, die persönlichen Knackpunkte, dass es leider nicht zum Sieg ausgereicht hat? Ja, wir haben einfach viel, viel mehr Fehler gemacht als Wiesbaden und ja, wenn wir halt gute Möglichkeiten auf unserer Seite hatten, haben wir halt einfach die Punkte nicht gemacht und Wiesbaden einfach leichter die Punkte geben, indem wir einfach Fehler gemacht haben und so ist halt einfach schwer, ein Spiel zu gewinnen. Felix, man hat gesehen, du hast deine Zuspielerin sehr oft ausgewechselt. Hat sie nicht gefallen, wie die heute agiert haben oder was war der Grund? Ja, lass es mal so sagen, das waren 95% taktische Wechsel, die wir da gemacht haben. Das macht man als Trainer, hat man diese Option, dass man Zuspieler und Diagonal halt hin und her wechseln kann, dass man am Ende immer mit drei Angreifern vorne spielt und ja, in manchen Momenten, wenn wir 5-6 Punkte Rückstand haben, dann geht es einfach darum, mal den Rhythmus zu wechseln, einfach um der Zuspielerin auch mal Pause zu geben, mal zu atmen. Ja, aber es hat ja nichts damit zu tun, dass ich mit dem Spiel unzufrieden bin von ihr. Sie hat gut gespielt heute, hat ihre Arbeit auch gut gemacht, muss man im Endeffekt sagen. Und ja, das waren einfach taktische Wechsel. Die erste Hinrunde ist da schon fast vorbei, aber kannst du ein bisschen was zum VfB Suhl erklären? Also nicht erklären, aber erzählen, Neuzugänge, Abgänge eventuell? Ja, also erstmal sind wir 0:12 gestartet. Jetzt haben wir 6:14 im Endeffekt. Wir wollen versuchen, nächstes Wochenende 8:14 zu machen. Ja, war ein sehr, sehr schwieriger Start für uns. Wir mussten 2-3 Spielerinnen neu integrieren in die Mannschaft, die bis jetzt wenig Spielpraxis gesammelt haben und jetzt erstmal angefangen haben, Verantwortung auf dem Feld zu übernehmen und die jetzt mehr und mehr in diese Rolle reinrutschen. Und ja, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und müssen jetzt zusehen, dass wir in der Rückrunde die wichtigen Spiele für uns, das sind Spiele, wie gesagt, geht zu Hause, unsere Heimspiele zum einen und dann natürlich Spiele wie gegen Aachen, Köpenick, Hamburg-Rückspiel wird ein ganz wichtiges Spiel für uns. Das sind die Spiele, die wir versuchen müssen zu gewinnen. Ich habe gesehen, ihr habt eine Spielerin von VC Wiesbaden. Ist das jetzt zum Vorteil oder weil sie ja auch die anderen Spielerinnen persönlich kennt? Oder wie handelt man da als Trainer? Ja, ich denke, das ist weder Vor- oder Nachteil. Also ich denke, dass die Spielerinnen sind mittlerweile professionell genug, dass sie verstehen halt, dass wenn sie ein Jahr an dem Verein spielen und ein Jahr an dem Verein spielen, dass das halt einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Und ja, wie gesagt, ich denke, ein Vorteil ist es auf gar keinen Fall. Ich denke, man setzt sich eher mehr unter Druck halt, wenn man gegen seinen alten Verein spielt. Und ja, wie gesagt, da ist eine Spielerin, die 10 Spielerinnen von der anderen Seite kennt, aber die anderen 10 kennen auch genau die Spielerin halt, was sie macht im Angriff, was sie macht in der Annahme, im Aufschlag. So von daher, also ich denke, da gibt es keinen Vor- oder Nachteil. Claudia, das Ziel der Saison? Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Wir wollen halt natürlich jetzt erstmal uns da aus dem Tabellenkeller befreien und ein bisschen mehr ins Mittelfeld vorrutschen und dann mal gucken, was diese Saison noch geht. Nächster Gegner ist wer und wo? Wie bitte? Nächster Gegner ist wer und wo? Nächster Gegner ist VC Olympia Berlin und wir spielen zu Hause am Mittwoch. Okay, dann bedanke ich mich für das Interview und auch viel Spaß für die Rückrunde dann. Tschüss.